In meinem Video zum Thema Klassen verwende ich ein Beispiel mit Ellipsen, die sich über den Canvas bewegen und abprallen, wenn sie an den Rändern ankommen. Ich sage in diesem Video, wenn du das noch einmal durchgehen willst, kannst du das optionale Video mit dem Titel Pong, hier das untere dieser zwei Videos, schauen. Dort wird das repetiert. Aber es ist gar keine Repetition, denn so ein Beispiel gab es gar nie. Das Ganze ist ein Versehen von mir. Letztes Jahr war nämlich vor dem Input zum Thema Klassen die Vera mit einem anderen Thema dran und hat so ein Beispiel gebracht und ich habe dann darauf Bezug genommen. Und dieses Jahr habe ich das nicht bemerkt, als ich mich auf diesen Schultag vorbereitet habe. Es ist möglich, dass du dir das trotzdem zusammenreimen konntest. Es ist aber auch ganz wahrscheinlich, dass das für Verwirrung gesorgt hat. Darum möchte ich jetzt diese Lücke schließen mit diesem Video hier. Was ich hier herstellen möchte, ist, dass ich eine Animation, eine Ellipse mache. Die Ellipse bewegt sich über den Canvas und sie prallt immer dann ab, wenn sie am Rand des Canvas anlangt. Das Ziel ist, dass mit der Zeit das auch mit mehreren solcher Ellipsen möglich wird. Und dort werden Sie wir sehen, dass das nur geht, wenn wir alle Daten, die für die Darstellung einer Ellipse notwendig sind, in einem Objekt speichern. Und das ist dann der vorbereitende Schritt, den es braucht, um zu illustrieren, warum Klassen etwas Nützliches sind. Hier habe ich den leeren Canvas und jetzt werde ich dort einmal eine Ellipse platzieren und ich mache das zuerst an einer zufälligen Stelle und ich gebe der Ellipse einen Durchmesser von 100. Wenn ich nur ein Argument für die Ausdehnung verwende, dann ist die Breite gleich wie die Höhe, also 100. Und jetzt möchte ich, dass diese Ellipse nach rechts wandert und damit ich das tun kann, brauche ich eine Variable. Und diese Variable erhöht sich dann um 1, nachdem die Ellipse gezeichnet wurde, x gleich x plus 1 oder die Kurzschreibweise x plus gleich 1, kannst du auch schreiben. Und das funktioniert jetzt nicht, es gibt eine Fehlermeldung, weil x noch gar nicht deklariert wurde. Und was in Draw passiert, das wird in jedem Frame, in jedem neuen Frame noch einmal ausgeführt, also 60 Mal in der Sekunde bei der normalen Framerate. Und darum muss ich das außerhalb der Draw-Funktion machen. Ich mache das ganz zu Beginn noch vor Setup, let x. Und ich könnte jetzt hier schon einen Wert hinschreiben, aber ich kann den Wert erst zuweisen, nachdem ich den Canvas gezeichnet habe, weil dann weiß ich, wie breit der Canvas ist, dann habe ich einen Wert, den ich mit random zufällig generieren kann, aber so, dass es innerhalb des Canvas ist. Random Width generiert eine Zahl zwischen 0 und 400 und die weise ich x zu. Und jetzt haben wir hier diese Ellipse, die bewegt sich nach rechts und weg ist sie. Und jetzt geht das ewig weiter und wir sehen sie nicht mehr. Und sie beginnt jedes Mal an einem anderen Ort. Jetzt, wie kann ich abfragen, ob die Ellipse schon am Rand angekommen ist? Eine erste intuitive Idee wäre, dass ich frage, if x größer als die Breite, dann möchte ich, dass x wieder sinkt, x gleich x minus 1. Das funktioniert, aber nicht so, wie ich gedacht habe. Die Ellipse bleibt jetzt einfach stehen, weil sie bewegt sich so lange nach rechts, bis diese Bedingung zum Tragen kommt, solange x
kleiner oder gleich die Breite ist, werden diese drei Zeilen hier komplett ignoriert und x steigt kontinuierlich von Frame zu Frame. Aber sobald x 401 Einheiten groß ist, greift diese Bedingung und dann wird Zeile 14 ausgeführt und dann wird 1 von 400 abgezogen. Und im nächsten Frame wird wieder 1 dazugezählt und 1 abgezogen und im nächsten Frame wird wieder 1 dazugezählt und abgezogen und darum bewegt sich hier überhaupt nichts mehr. Also diese intuitive Idee, die ich hatte, die funktioniert nicht. Ich brauche hier einen Wert, der entweder positiv oder negativ ist und der zu x dazugezählt oder subtrahiert wird, je nachdem, ob sich die Ellipse nach rechts oder nach links bewegt, je nachdem, ob die Ellipse schon am Rand angestoßen ist oder nicht. Und diesen Wert, den nenne ich mal Inc x, Inc von Increment, das ist auf Englisch das, was zu einer Zahl dazugezählt wird in einer Addition. Und da kann ich gleich mal sagen, das ist 1. Und auf Zeile 12 schreibe ich statt der Zahl 1, verwende ich diese Variable. Und in der Bedingung ziehe ich dann nicht etwas ab, sondern ich ändere Inc x, so dass es negativ wird. Und jetzt springt die Ellipse zurück, sobald sie rechts angestoßen ist. Und jetzt ist sie schon wieder weg. Also ich muss auch schauen, ob die Ellipse schon links angekommen ist. Und dafür copy-paste ich diese Bedingung und schreibe jetzt nicht mehr größer als, sondern kleiner als 0. Und dann ist die Frage, sind wir schon links angekommen, ist x gleich 0, also die gleiche Position wie der Rand des Canvas. Und wenn ja, soll Inc x wieder positiv werden. So. Und jetzt geht das schön vor und zurück. Jetzt, was mir hier nicht so gut gefällt, ist, dass die Ellipse immer halb hinauswandert. Was ich hier abziehen möchte von der Breite, wenn ich frage, ob sie schon rechts angekommen ist, beziehungsweise was ich zur Nullposition dazu zählen möchte, ist der Radius dieser Ellipse, so dass sie immer dann anstößt, wenn wirklich der Rand der Ellipse den Rand des Canvas erreicht hat. Das ist etwas, was ich tun kann. Und das andere, was ich tun kann, ist, dass ich diese Bedingungen zusammenfassen kann, diese zwei Bedingungen. Und das geht so. Anstelle minus 1 und 1 als Werte zuzuweisen an die Variable Inc x, könnte ich diese Variable auch jedes Mal, wenn der Rand des Canvas erreicht ist, mit minus 1 multiplizieren. Wenn ich positiv 1 mit negativ 1 multipliziere, dann kriege ich minus 1. Wenn ich aber minus 1 mit minus 1 multipliziere, dann kriege ich wieder eine positive Zahl. Das sieht dann so aus. Jetzt funktioniert das immer noch. Du siehst, es stößt an und springt zurück. Aber Zeile 15 und Zeile 19 lauten jetzt genau gleich. Also ich habe hier zwei identische Codezeilen in zwei unterschiedlichen Bedingungen. Und was ich jetzt tun kann, ist, dass ich diese Bedingungen ebenfalls
ins gleiche If-Statement hineinpacke. Es gibt nämlich im JavaScript die Möglichkeit, oder zu sagen, das schreibst du mit Alt 7. Und das sieht so aus, zwei senkrechte Striche, Alt 7 gibt einen senkrechten Strich. Und dort kann ich die zweite Bedingung hineinschreiben. Und das heißt jetzt entweder oder, ist x größer als die Breite minus 50 oder ist x kleiner als 50. Wenn eine dieser zwei Bedingungen zutrifft, dann gilt Zeile 15, in x soll mit minus 1 multipliziert werden und damit überschrieben werden. So, das ist der erste Teil dieses Experiments. Und was ich jetzt tun kann, ist, dass ich zusätzlich noch y zufällig setze und auch den Wert für die y-Position gleich erhöhe wie den für die x-Position und dann ergibt sich eine diagonale Bewegung. Und es gibt jetzt noch ein Problem, das teilweise zu Fehlermeldungen führen kann. Und zwar habe ich auf Zeile 6 gesagt, dass x eine zufällige Zahl zwischen 0 und der vollen Breite sein kann. Aber auf Zeile 14 gehe ich davon aus, dass ich wissen möchte, ob ich mich zwischen 50 am linken Rand oder 350 am rechten Rand bewege. Und wenn ich zufällig die Ellipse außerhalb dieser Limiten positioniere, dann könnte es sein, dass ich dort Probleme kriege. Und darum möchte ich auch hier schreiben, dass es mindestens bei 50 platziert wird. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie viel muss ich von der Breite abziehen, damit es wieder stimmt. Wenn ich sage, width minus 50, dann ist das Maximum 350. Und das plus 50 ergäbe wieder die volle Breite. Aber ich will, dass ich maximal die Ellipse 50 Einheiten vor dem rechten Rand platziere. Also muss ich hier das Doppelte des Radius abziehen. Das gibt dann 50 plus maximal 300, gibt 350 und das ist dann wäre der Mittelpunkt der zufällig platzierten Ellipse hier kurz vor dem, also 50 Einheiten vor dem rechten Rand. Das ist das eine Korrektur, die ich machen musste. Und jetzt führe ich ein y ein und dann kriege ich eine Ellipse, die auch irgendwo an unterschiedlichen Höhen platziert werden kann. Und dann steigere ich auch diesen Wert. Und hier brauche ich natürlich einen separaten Wert, den ich zur Y-Position dazu zähle, weil es kann sein, dass der eine Wert negativ ist und der andere Wert positiv. Und darum kann ich nicht increment x verwenden, um y zu erhöhen. Und dann muss ich natürlich auch die y-Position überprüfen. Und hier muss ich Height statt Width schreiben, weil es kann ja sein, dass der Canvas breiter als hoch ist oder umgekehrt. Und jetzt müsste ich eine Ellipse haben, die sich in einer diagonalen Bahn bewegt. Wenn jetzt increment x größer als 1 oder kleiner als 1 wäre,
und sich von Increment Y unterscheidet, dann gäbe es eine schräge Bahn, also nicht eine 45-Grad-Bahn, sondern ein anderer Winkel. Das kannst du gerne selber ausprobieren, aber ich lasse das mal so, wie es jetzt ist. Du kannst auch probieren, den Radius zu verändern, so dass du unterschiedlich große Ellipsen kriegst, und schauen, ob du es einrichten kannst, dass das trotzdem mit den Abfragen der Ränder auf Zeile 18 und Zeile 22 dann schön aufgeht. Ich lasse das mal jetzt so und versuche, das in eine Form zu bringen, die mir erlaubt, mehr als eine Ellipse auf dem Canvas zu platzieren. Und wenn ich kurz darüber nachdenke, was notwendig wäre, um das zu erreichen, dann wird schnell klar, dass ich verschiedene Positionsdaten pro Ellipse brauche. Jede Ellipse, die auf den Canvas kommt, soll an einem anderen Ort stehen, damit sie sich nicht überdecken. Und darum kann ich nicht die gleichen X und Y verwenden, sondern jede Ellipse braucht ihr eigenes X und Y. Und darum macht es Sinn, für jede Ellipse einen Datensatz herzustellen, der alle Daten, alle Werte beinhaltet, die nötig sind, um eine Ellipse zu zeichnen und sie aber auch zu bewegen, weil auch die Richtung, in die sich verschiedene Ellipsen bewegen, die können ebenfalls unterschiedlich sein. Also braucht auch jede Ellipse ihr eigenes Inc X und Inc Y. Ich werde darum jetzt aus diesen Variablen hier oben ein Objekt machen. Und ich sage mal Alps, damit es nicht zu lange wird für eine Ellipse. Und schreibe geschweifte Klammern, Alt 8 und Alt 9. Und dann kopiere ich diese Werte dort hinein und es darf jetzt nicht mehr Let heißen, sondern das sind jetzt die Eigenschaften eines Objekts, also kein Let, sondern ein Doppelpunkt. Und hier habe ich noch keinen Wert, muss gleich mir überlegen, wie ich damit umgehe, dass X und Y zu Beginn noch keinen Wert haben. Hier kann ich das Gleichzeichen mit einem Doppelpunkt ersetzen. Dann muss ich aufpassen, dass ich überall Kommas mache. Und dann kann ich das noch etwas schöner anordnen, so dass der Einzug wieder stimmt. Und jetzt ist die Frage, was mache ich, wenn X und Y noch keine Werte haben? Diese Werte werden ja erst zugewiesen innerhalb der Setup-Funktion. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die einfach mal auf 0 setzen. Es gibt in JavaScript auch ein Wort 0, das explizit bedeutet, hier gibt es noch keinen Wert. Oder ich könnte das Objekt gleich vollständig in Setup generieren. Und zum Beispiel, ja, das könnte ich vielleicht hier sagen, dass ich hier diese Klammer mal mit nach unten nehme und dass Alps zwar deklariert wird auf Zeile 1, aber noch keinen Wert zugewiesen kriegt. Und der zugewiesene Wert, der kommt dann erst in der Setup-Funktion rein. Und dann kann ich hier nämlich den Canvas herstellen. Und sobald ich den habe, kann ich nämlich auch diese Rechnungen da unten, also Random Widths, verwenden und hier hineinschreiben. Das stimmt alles noch nicht, ich werde das gleich korrigieren. Die Kommas, diese zwei Zeilen brauche ich nicht mehr. Und hier die 0 und das Komma kommen weg. Und jetzt soll es eigentlich stimmen. Und dann vielleicht noch die Einzüge korrigieren. Vielleicht mache ich hier etwas Leerraum, damit klarer ist, wo das Objekt beginnt und wo es aufhört. Also auf Zeile 1 wird eine Variable deklariert ohne Wert,
Auf Zeile 6, sobald ich weiß, wie breit und hoch der Canvas ist, kann ich X und Y Positionen herstellen. Und darum habe ich dort alle nötigen Informationen, um das Objekt herzustellen und dieser Variable Elps zuzuweisen. Jetzt gibt es immer noch Fehlermeldungen. Es heißt Uncaught Reference Error, X is not defined. X existiert nicht mehr, weil es ist jetzt eine Eigenschaft der Variable Elps geworden. Und darum muss ich überall, wo es X heißt, etwas korrigieren. Du kannst kurz darüber nachdenken, was das ist. Ich muss hier mit der Dot Notation den Namen des Objekts verwenden. Und das muss ich überall dort machen, wo Eigenschaften des Objekts verwendet werden, also auch ink x und ink y. Müssen entsprechend korrigiert werden. Height ist nicht eine Eigenschaft von Elps, aber Y. Und jetzt müsste es wieder gehen. Okay. Also ich bin eigentlich gleich weit wie vorher, aber jetzt, wo ich ein Objekt verwende, um die Eigenschaften dieser Ellipse, um die Werte, die ich benötige, um die Ellipse zu animieren und zu zeichnen, jetzt kann ich einen Array nehmen und diesen mit solchen Objekten befüllen und dann habe ich mehrere Datensätze, um mehrere Ellipsen zu zeichnen. Das ist der nächste Schritt. Ich kann diese Elps-Variable ersetzen mit einem Array, die brauche ich nicht mehr. Ich nenne es mal Ellipses gleich leerer Array. Und jetzt tue ich dieses Objekt nicht mehr an die Variable Elps zuweisen, sondern ich pushe sie in diesen leeren Array. Ich kann sagen Ellipses push und dann landet dieses Objekt im Array Ellipses. Das ist jetzt nicht super schön geschrieben, weil hier viele Umbrüche drin habe. Ich könnte das etwas sauberer machen, indem ich sage, ich gehe nochmal zurück, let my new Ellipse gleich dieses Objekt und dann Ellipses push my new Ellipse. Und ich habe jetzt zwar Fehlermeldungen, aber ich kann trotzdem mal überprüfen, ob in Ellipses ein solches Objekt gelandet ist. Und tatsächlich habe ich hier ein Objekt mit ink x, ink y und zufälligen x und y Werten. Das funktioniert. Später mache ich dann einen Loop, der mehrere solcher Objekte in diesen leeren Array hineinschreibt, aber zuerst einmal muss ich jetzt die Draw-Funktion korrigieren, so dass hier unten nicht mehr ein einzelnes Objekt namens Elps abgefragt wird, sondern die Inhalte, die Objekte innerhalb des Ellipses Array. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. In einem allerersten Schritt, vielleicht mache ich das kurz zur Illustration, und alles, was sich animiert, nehme ich mal raus, aber hier könnte ich sagen, die Ellipse möchte ich zeichnen, indem ich nicht elps.x und so weiter verwende, sondern
Ich schreibe zuerst das erste Objekt, beziehungsweise ist es auch das einzige Objekt des Arrays Ellipses in eine Variable, die nenne ich mal foo, weil ich verwende sie jetzt nur ganz kurz, let foo gleich Ellipses, und dann kann ich mit den rechteckigen Klammern einen Index angeben. Und jetzt wird das erste Element im Array Ellipses wird in foo hineingeschrieben. Und dann kann ich da unten statt elps kann ich foo schreiben. Wenn dir jetzt nicht ganz klar ist, wie das geht, dann mach mal Pause und probier das aus. Du kannst vielleicht auch mal mehrere Objekte in diesen Ellipses Array hineinschreiben und dann statt Ellipses 0, Ellipses 1 oder Ellipses 2 schreiben. Aber das Ziel ist jetzt, dass wir einen Loop schreiben im Hinblick darauf, dass in den Array Ellipses mit der Zeit mehrere Elemente hineinkommen. Dass wir einen Loop schreiben, der durch alle diese Elemente durch iteriert. Und das mache ich mit for. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, einerseits let i gleich 0, i kleiner als Ellipses length, i plus gleich 1 oder i plus plus. Und das generiert mir dann die Iterationsvariable i, die ich wie jetzt gerade vorhin mit foo verwenden kann, um immer ein Element aus dem Array herauszugreifen. Let current ellipse gleich ellipses i. Und dann kommen alle Zeilen, die jetzt hier unten nachfolgen, die kommen dort hinein, und current ellipse ist dann das jeweilige Objekt, das wir im Moment verwenden, um einen Kreis zu zeichnen und zu animieren. Es gibt aber eine einfachere und elegantere Möglichkeit zu tun, weil es in JavaScript den for-off-Loop gibt, extra für Arrays, for elps of, und let muss ich schreiben, es ist nicht wie in Python. Und das erlaubt mir, diese Zeile 21 wegzulassen, weil ich kriege jetzt eine Iterationsvariable, die direkt, also nicht einen Index, nicht eine Zahl, sondern eine Variable, die direkt das Element im Array enthält, das wir in der jeweiligen Iteration gerade anschauen. Da kann ich diese drei Zeilen wieder löschen. Und jetzt kann ich hier statt foo wieder elps schreiben. Hoppla. Und jetzt habe ich den Kreis wieder, und jetzt kann ich auch da unten diese Zeilen wieder entkommentieren und in den Loop hineinschreiben. Und jetzt geht's wieder. Überleg dir kurz, warum geht jetzt das? Was ist der Zusammenhang von Zeile 19 bis 31 mit dem Array Ellipses? Der Array Ellipses enthält ein einziges Objekt, das wir auf Zeile 12 hineingepusht haben. Und der Loop auf Zeile 19 geht durch alle Elemente im Array durch. Also im Moment nur ein einziges Element, und das wird dann von Zeile 20 bis 31 gezeichnet, die Werte erhöht, die Werte abgefragt und je nachdem Increment X und Increment Y geändert. Also scheinbar bin ich noch nicht weitergekommen, aber wir werden jetzt gleich sehen, dass hier ein massiver Unterschied stattfindet oder besteht, sobald wir hier mehrere solcher
wie soll ich sagen, mehrere solcher Objekte generieren und in den Array pushen. Ich könnte einfach mal 2 machen. Wir sehen, dass jede Ellipse sich gleich verhält, aber jede Ellipse hat ihre eigene Position, ihre eigene Richtung, in die sie fliegt. Und das sind 2 Objekte. Wenn ich hier schreibe Ellipses, dann sehe ich diesen Array mit den 2 Objekten drin. Und wenn ich die aufklappe, sehe ich, dass die unterschiedliche x und y haben und dass auch zum Beispiel ink x nicht in beiden Objekten gleich ist. Also jeder Kreis, den ich hier sehe, hat seinen eigenen Datensatz. Und statt es jetzt hier so mühselig zu machen wie hier, indem ich alles verdopple, alle Zeilen, kann ich einen Loop schreiben. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will, nehmen wir mal const, ich will eine bestimmte Anzahl solcher Ellipsen, zum Beispiel 12. Übrigens kann ich auch hier const schreiben, weil es gibt zwar mehrere Elemente mit der Zeit in Array, aber der Datentyp Array ändert sich nicht. Also kannst du auch hier const brauchen. Fun Fact, auch hier können wir const verwenden. Okay, und jetzt das vielleicht nur als kleiner Input oder zur Ermutigung, mal den Unterschied zwischen let und const nachzuschauen und nicht immer let zu verwenden. For let i gleich 0, i kleiner als elps num. Hier kann ich nicht for of verwenden, weil es geht hier darum, einen Zahlenwert zu verarbeiten und nicht einen Array. Elps num i plus gleich 1, Klammer zu, geschweifte Klammer auf. Und dann schreiben wir diese Zeilen dort hinein, korrigieren den Weißraum und jetzt habe ich 12 solcher Ellipsen. Das ist jetzt eigentlich schon fast der Zustand, den ich in meinem Class-Video referenziere. Es gibt aber noch einen Unterschied, und zwar gibt es im Objekt myNewEllipse, in diesem Objekt, das ich in den Ellipses-Array pushe, gibt es noch keine Methoden. Sondern alles, was irgendwie im Zusammenhang mit diesen Ellipsen passiert, das kommt alles hier unten steht alles im Drawloop drin. Und wenn ich das jetzt auch noch ins Objekt hineinschreibe, so dass jedes Objekt eine eigene Funktion hat, mit der es gezeichnet werden kann und mit der abgefragt werden kann, wo es steht, dann ist das wirklich ein in sich geschlossener Datensatz pro Ellipse, der sich dann leicht in eine Klasse verwandeln lässt. Und das ist jetzt der letzte Schritt, den ich hier noch mache. Das einfachste ist, dass ich dem Objekt eine Methode gebe, um es darzustellen, um es zu zeichnen. Und ich nenne das wie üblich Show und schreibe dort diese Ellipsenfunktion hinein, und das wird zu Problemen führen, das wird nicht funktionieren, wenn ich jetzt diese Methode aufrufe und sage elps dann heißt es elps is not defined,
Natürlich ist es die Iterationsvariable, also ab Zeile 25 ist es definiert, aber der Fehler, wenn du schaust, in der Konsole tritt der Fehler auf Zeile 14 auf. Und Zeile 14, das ist da oben, hier wird als Argument in der Ellipse-Funktion ELPS geschrieben. Und da ist natürlich nicht klar, was ELPS ist, sondern was ich hier brauche, ist this. Also das Schlüsselwort, das auf das Objekt als sich selber Bezug nimmt. Jetzt funktioniert diese Methode, aber ich brauche noch eine andere und die könnte ich nennen Update und dort ändere ich diese Increment Werte. Und auch hier muss ich dies schreiben. In der Draw-Funktion helps update schreiben und es bewegt sich immer noch alles, also scheint das zu funktionieren. Und dann brauche ich noch eine letzte Methode und die könnte ich check nennen, wenn ich eine Überprüfung mache. Ich überprüfe die Position und jetzt brauche ich Zeile 36 und bis und mit Zeile 42. Und auch hier ersetze ich helps mit this. Dann rufe ich im Loop, wo ich den Array mit allen Datensätzen durchgehe, auch diese Methode wieder auf. Also elpsShow zeichnet die Ellipse, elpsUpdate erhöht die Positionswerte, so dass sie sich bewegt und check prüft, ob die einzelne Ellipse schon am Rand angekommen ist. Und hier kriege ich einen Fehler. Helps is not defined. Ich habe irgendwo noch nicht this geschrieben. Das sieht besser aus. Also ein unmittelbarer Vorteil, den ich jetzt hier erarbeitet habe, ist, dass ich im Drawloop nur noch ganz wenig Code habe. Und das ist vergleichsweise leicht lesbar, je nachdem, ob ich die Methoden gut benannt habe. Ich sehe, dass ich einen Array durchgehe und dass ich für jedes Element im Array die Show, die Update und die Check-Methode aufrufe. Was im Moment weniger schön ist, ist, dass jetzt hier in der Setup-Funktion all diese Dinge, die die Generierung dieser einzelnen Objekte pro Ellipse enthalten. Also das ist jetzt überfüllt mit Informationen. Aber sobald aus diesen Dingen, aus diesen Zeilen wieder eine Klasse wird, ist das auch wieder für sich in sich geschlossen und kann ausgelagert werden, was mir dann wieder sehr überschaubare Setup und also eine sehr überschaubare Setup-Funktion gibt, genauso überschaubar wie die Draw-Funktion im Moment ist. Und das ist dann
der Schritt, der in meiner Einführung zu Classes gemacht wird. Jetzt hast du hoffentlich en Detail alle Informationen. Ich entschuldige mich dafür, dass das nicht von Anfang an klar war und hoffe, dass du damit weiterkommst.